Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch hallo an alle Filmfreunde. Heute widmen wir uns dem dritten und abschließenden Teil der Hobbit-Trilogie. Über den ersten und zweiten Film habe ich ja bereits ausführlichst gesprochen. Die Playlist findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal bei den anderen Teilen vorbei. Es gibt eine Spoilerwarnung, denn ich werde den Hobbit spoilern, Herr der Ringe und alles irgendwie drumherum. Also seid gewarnt, dass ich natürlich nicht spoilerfrei irgendwie über einen Film oder so spreche, sondern ja wirklich einen Buch-Film-Vergleich machen möchte und dann über das Buch spreche und auch über die einzelnen Filme, natürlich auch rückblickend und vorblickend zum Herrn der Ringe und so weiter. Und ich habe irgendwie, ich glaube, 2,5 Seiten voll Notizen, nein, sogar fast, sind 3,5. Von daher wundert euch nicht, wenn ich immer mal nach unten gucke. Ich habe hier mir natürlich auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Ich bin ja ein großer Mittelerde-Fan und ein großer Herr der Ringe-Fan, was man auch unschwer sozusagen hier oben erkennen kann. Ich bin sehr gehypt, was die neue Serie angeht ab September. Und ja, wir haben einfach jetzt mit dem Hobbit angefangen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich die Filme angesehen habe. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich zu Hause immer nur die Extended Edition sehe und ich mich jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr groß an die Filmversion erinnere. Ich weiß, dass gerade im dritten Teil 2, 3 Dinge gefehlt haben im Kino, wo ich dann doch positiv begeistert war in der Extended Edition, dass sie dann vorhanden war, weil das einfach die Geschichte auch ein bisschen mehr abgerundet hat. Und das war ja auch was, glaube ich, im zweiten Teil, wo eben auch ein bisschen mehr noch erzählt wurde. Und ich liebe die Extended Edition. Also ich kann jetzt auch nicht viel zur Kinofassung sagen, weil ich das einfach gar nicht mehr auseinanderbringe. Vorneweg möchte ich jetzt beim dritten Teil sagen, das ist ja die Schlacht der fünf Heere, dass ich es sehr schwierig finde, hier einen wirklichen Buch-Film-Vergleich zu machen, weil die Verfilmung schon sehr, sehr abweicht vom Buch, sehr in die Länge gezogen ist und ich tatsächlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung hatte, als ich eben gesehen habe, dass der Film, ich glaube, auch wieder um die 2,5 Stunden geht. Meine Vermutung war nämlich, dass wir 2, 3 Dinge recht schnell abgefrühstückt bekommen, die eben im Hobbit noch gefehlt haben. Ich meine, wir sprechen hier, ich glaube, von keinen 70 Seiten im Buch und dachte dann, es wird eine Brücke geschlagen vom Hobbit zum Herrn der Ringe. Das passierte aber überhaupt nicht. Und da war ich wirklich so und dachte, was will er uns denn jetzt 2,5 Stunden erzählen? Vielleicht auch vorneweg, so viel vorneweg, dass ich den dritten Teil nicht mag. Also ich finde ihn sehr, sehr schwierig. Er hat 2, 3 sehr schöne Momente, die mich auch wirklich ergriffen haben. Aber das Schönste wohl am dritten Teil ist der Abspann mit der Musik von Billy Boyd. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich habe mich sehr aufgeregt über verschiedenste Szenen und Situationen und ich saß wirklich im Kino, ich konnte kaum ruhig bleiben, ich hätte wahrscheinlich Baldrian vorher nehmen müssen. Es ist auch, wenn wir rewatchen, der Teil, wo ich am meisten einfach Augen verdrehe und Kopf schüttle und mich immer wieder an den gleichen Stellen aufrege und schüttle. Von daher wird das jetzt keine sehr positive Review. Also ja, aber vielleicht wollen wir einfach gemeinsam meckern, das verbindet ja durchaus auch. Ja, wir beginnen den Film mit Smaug, der, ja, wir ja einen sehr großen Cliffhanger im zweiten Film hatten, dass Smaug sich ja Richtung Seestadt auf den Weg macht und ja, das erleben wir jetzt, also wir sind im Grunde nahtlos dabei, beobachten die Bewohner, als sie ja eben flüchten, als sie ihre Sachen zusammenpacken, als eben Smaug auch die Stadt in Feuer versetzt. Wir erleben hier wirklich Smaug als einen wahnsinnig spannenden Charakter. Das fand ich ja im zweiten Teil schon mega, wie er dargestellt wurde, wie er diesen Bösewicht verkörpert, wie uns seine Motivation erzählt wird und das spüren wir auch hier. Auch die Arroganz, die er ausstrahlt, wie er über den Dingen steht, wie er keine Furcht hat und eigentlich weiß, ich kann hier alles niederbrennen, keiner kann mir etwas. Das finde ich richtig, richtig toll gemacht und Smaug ist für mich zusammen, glaube ich, tatsächlich mit Martin Freeman als Bilbo wirklich so ein Highlight in dieser Filmreihe, weil ich das wirklich großartig finde, wie man Smaug gezeigt hat, wie man Smaug auch optisch uns präsentiert, aber auch wie man seinen Charakter gezeichnet hat. Die Kinder von Bart bringen sich in Sicherheit, das gibt es ja im Buch nicht, da hat Bart keine Kinder und er hat dann eben auch noch einen Pfeil und damit kann er letzten Endes tatsächlich Smaug töten. Das ist natürlich schon viel Glück und viel Zufall und die Stelle treffend und ähnlichem, aber ja, was ich total überraschend im Kino fand, ist, dass das ja gefühlt in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde passiert und ich wirklich so da saß, okay,
Wir erfahren in Teil 1 von der Bedrohung von Smaug. Wir treffen ihn in Teil 2 und erfahren, wie groß und herrschend er ist und wie böse. Und dann frühstückt man ihn in einer Viertelstunde ab. Dafür sitze ich jetzt im Kino, damit Smaug innerhalb von einer Viertelstunde tot ist. Das hätte man auch durchaus irgendwie schon in den zweiten packen können. Also ich war da wirklich im Kino gesessen und dachte, was passiert jetzt eigentlich hier mit mir? Aber gut, Smaug ist nun tot und die Zwerge beobachten das aus dem Erebor, sehen also, wie er dann auch ins Wasser stürzt und freuen sich, hoffen, dass all die, die sie im Grunde in der Seestadt zurückgelassen haben, ihre Zwergenkumpels überlebt haben. Und hier spürt man schon, wie in Thorins Kopf der Schalter auch umgelegt wird und er schon sagt, er muss jetzt den Erebor schützen, denn es wird sich sehr schnell rumsprechen, dass Smaug, der Drache, tot ist und alle hinter seinem Schatz her sind. Und das will Thorin Eichenschild natürlich verhindern, denn das ist sein Königreich. Er sucht ja immer noch den Arkenstein und er möchte auch den Erebor nicht so schnell wieder aufgeben. Es gibt ja dann so ein bisschen diese Szenen zwischen Killy und auch Tauriel und über die müssen wir gar nicht mehr sprechen. Das ist immer wieder diese Elbin, die regt mich wirklich auf. Also die gibt es nicht in den Büchern und ich weiß auch aus gutem Grund, warum. Tolkien hätte so einen Charakter nie geschaffen. Bart übernimmt dann die Führung all denen, weil der Bürgermeister stirbt bei der Flucht. Und Bart übernimmt die Führung, führt sie dann eben nach Dahl, das ist ja der Vorort sozusagen zum Erebor, wo eben früher auch alles wunderbar im Glanze war und die vom Erebor Schatten sozusagen auch profitiert hatten. Und nun sind dann eben auch alle Zwerge vereint mit Bilbo zusammen, die Killy, Fili, wer auch immer bei ihnen dann noch in der Seestadt war, die sind am Erebor angekommen und diese Verabschiedung zwischen Tauriel und Killy. Ja, da muss ich tief atmen. Wir erleben hier schon relativ gut, wie der Wahnsinn sich bei Thorin ausbreitet und das ist mir persönlich einfach zu schnell. Thorin war im Band 1 noch im Teil 1 noch absolut in Ordnung, auch in Teil 2, auch wenn man es da schon spürt. Mir geht das einfach viel zu schnell. Dieser Wahnsinn, so schnell ist er wieder bei seinem Großvater gekommen. Das ist ähnlich, wie ich ja auch im zweiten kritisiert habe, dass Bilbo schon so eine Wirkung von dem einen Ring hat, wo ich denke, das kann einfach nicht passieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. So ist das auch bei Thorin. Wir bekommen eine Rückblende, dass Bilbo tatsächlich den Arkenstein gefunden hat, als er mit Smaug in der Höhle war und dass er den jetzt bei sich trägt, aber ihn aus sehr guten Gründen eben nicht Thorin gibt, weil er sich eben um sein Seelenheil fürchtet und davor Angst hat, was dieser Wahnsinn dann mit ihm macht. Wir erfahren, dass ein Orkenheer unterwegs ist. Legolas reist dann auch mit Tauriel irgendwo hin, um das zu beobachten. Ja, da hätten wir Legolas und Tauriel auch nicht gebraucht. Also, dass das die Aufgabe ist der beiden, dass man die dafür erfindet, das hätte man auch anders irgendwie lösen können. Gandalf ist in der Zeit noch in Dol Guldur gefangen. Da ist er ja in eine Falle gelaufen. Man hört dann schon eine Stimme zu Beginn von Galadriel und relativ schnell taucht dann auch Galadriel auf. Sie kämpft gegen den Nekromanten, also Sauron, der sich ja als dieser herausstellt. Und sie vertreibt ihn dann auch nach Mordor. Sie schützt Gandalf, lässt ihn durch Radagast auch retten. Und sie selbst kommt hier an sehr schwachen Punkt an. Und man befürchtet schon, dass etwas mit ihr passiert. Doch dann kommen auch noch Elrond und Saruman. Und zu dritt können sie dann auch die Ringgeister bekämpfen und eben auch den Nekromanten als Sauron preisgeben und ihn dann eben vertreiben. Ja, das ist so wahrscheinlich passiert, beziehungsweise wird uns das schon in den Anhängen auch mitgeteilt, wie es dazu gekommen ist. Es passiert nur einfach nicht in diesem Zeitstrang. Ich finde das nicht so schlecht. Das ist schon was, wo ich sage, okay, das kann man erzählen, um eben auch diesen Gedanken zum Herrn der Ringe irgendwie zu greifen. Also das ist einer der Brückenpfeiler, die ich gut finde, dass sie uns erzählt werden. Aber so diese Theatralik und wenn man alles schon so gewusst hätte, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja, Saruman möchte sich ja dann hier mit Sauron unterhalten und dann weiß man ja, was eigentlich passiert ist, wie Saruman sich von Sauron hat abhängig gemacht, wie er beschlossen hat, er möchte sich den Ring teilen und so weiter. Das heißt, diese Gespräche werden hier in Angriff genommen und das ist schon, es ist ein schöner Pfeiler, aber es fühlt sich für mich nicht immer ganz so rund an. Also
dann wird uns eben auch nur so die Hälfte erzählt. Und Gandalf macht sich dann eben auf den Weg zum Erebor, verkündet eben auch bei Radagast, dass er jetzt zu seinen Zwergenfreunden muss, dass er informieren muss, was da auf ihn zukommt, dass da eine Ork-Armee auf dem Weg ist und dass der Erebor eben nicht sicher steht. Man muss sich ja auch die Landkarte von Mittelerde vorstellen, wo der Erebor ist, und man muss diesen Bereich im Grunde schützen, weil er eben sonst viel Preis gibt aus dem Land und ja so ein Mittelpunkt irgendwo werden könnte und auch Dol Guldur gar nicht weit ist, was wir aus dem Herrn der Ringe kennen. Und wenn man sich diese Position so ein bisschen auf der Landkarte vorstellt, dann versteht man, warum der Erebor auch für den Feind eben eine gute Position gewesen wäre. Es gibt einen wunderschönen Dialog zwischen Thorin und Bilbo, und das ist wirklich so ein Moment, wo ich einfach nur vor mich hinlächle und denke, da ist alles richtig gemacht. Denn Bilbo spielt mit etwas in seinen Händen, versteckt etwas vor Thorin, und der denkt natürlich sofort in seinem Wahn, oh, hier versteckt jemand was von mir, er hat den Arkenstein. Nicht wissend, dass Bilbo ihn ja tatsächlich hat. Aber eigentlich hat er nur eine Eichel in der Hand, die er bei Beorn mitgenommen hat aus dem Garten, und er erzählt wunderbarst Thorin, dass er die im Auenland dann pflanzen möchte. Und wenn man jetzt den Herrn der Ringe vor sich hat und im Grunde das Haus von Bilbo sieht, und dann sieht man oben diesen Baum, dann weiß man, wo er seine Eichel hingepflanzt hat. Und das ist, ich kriege auch direkt wieder Gänsehaut, das ist so ein perfekter Moment, das ist so, so schön erzählt. Und das ist wirklich was bei mir so Mittelerde-Feeling ausmacht. Diese Liebe zur Natur und diese Freundlichkeit, die einfach die Hobbits haben und auch Bilbo. Und auch so diesen Moment, wo in Thorin scheinbar der Wahnsinn einfach verschwindet und er sich kurz für seinen Freund einfach mitfreunden kann, freuen kann. Das fand ich so, so, so schön gemacht. Bart kommt derweil in Dal an, in dieser Vorstadt vor dem Erebor, und da ist ja dann auch Thranduil am Start. Er hat gehört, den Menschen geht so schlecht, da muss er doch gerne helfen und bringt Hilfsgüter und Kutschen und Pferde und keine Ahnung. Doch er will auch etwas für seine Hilfe, denn er will einen Teil des Schatzes. Er erklärt uns hier, warum diese weißen Steine so wichtig sind. Das finde ich tatsächlich wichtig und gut, und ich glaube, dass das eine der Szenen war, die nicht im Kino war, weil im Nachgang ich immer auch so ein bisschen gefragt wurde im bekannten Freundeskreis, Familienkreis, was hat denn Thranduil eigentlich für ein Problem? Und in der Extended Edition wird einem das erklärt, warum er diese weißen Steine haben möchte. Und Bart ist jetzt eben so ein bisschen zwiegespalten, denn er möchte auch seinen Teil des Schatzes, den Thorin ja versprochen hat. Er geht jetzt eben zum Erebor, er spricht mit Thorin, und Thorin möchte aber nicht teilen, Thorin möchte sein Versprechen nicht nachkommen, er verbarrikadiert sich und schickt Bart weg. Und das ist sowas, was ich bei Thorin einfach in den Filmsequenzen nicht verstehe. Uns wird die Motivation nur so bedingt erklärt. Und wenn man auch Thorin vielleicht noch sagt, okay, er wird hier irgendwie wahnsinnig, er hat hier irgendwie diese Schatzkrankheit, alle anderen Zwerge sind doch bei Verstand. Warum spricht nicht jemand mit ihm? Und das ist im Film einfach ein Riesenproblem, weil keiner der anderen Zwerge würde daneben stehen und irgendwie noch applaudieren. Machen sie jetzt nicht, aber so, ne? Die würden alle an ihm zweifeln, die würden ihm alle ins Gewissen reden. Und das passt für mich dann eben nicht so richtig zu dem Gefühl der Zwerge, wie sie in den Büchern waren. Denn da sind sie schon sehr rechenschaftlich und sehr ehrlich und stehen auch zu ihrem Wort. Das finde ich hier einfach sehr, sehr schwierig. Dann bekommt, weil sich ja hier kampfbereit gemacht werden muss, Bilbo auch endlich seinen Harnisch sozusagen. Er bekommt Mithril, was wir ja aus dem Herrn der Ringe kennen, was dann Frodo trägt, was ihm ja vor diesem, es war kein Ork, es war ein Troll, in Moria schützt. Und da erzählt dann ja auch Gandalf, er hat hier ein königliches Geschenk bekommen, Bilbo, einst von Thorin, das mehr wert als das ganze Auenland ist. Und das ist wieder so eine schöne Brücke, die ich einfach gerne mag. Das sind die Momente, wo ich genussvoll auch da sitzen kann, trotz der nervenden Aufregung, und denke, ja, so kann man diese Geschichte erzählen. Ja, Gandalf ist nun ja eben auch in Tal angekommen. Er warnt Bart und auch Thranduil und spricht sich mit ihnen aus. Und da fand ich so ein bisschen die Dynamik sehr schön. Auch Thranduil mit Gandalf, wie die sich so ein bisschen anbiefen, anstreiten. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in den Büchern so war, aber da war auch Thranduil ja ein bisschen ein anderer Charakter. Aber das fand ich tatsächlich ganz gut gemacht. Er informiert eben über diese Orkherde, was hier auf dem Weg ist,
Und Thranduil will nichts von Frieden hören, er will nichts von Einigung, er will Krieg und er will das, was ihm zusteht. Und ihm ist da ganz egal, was da jetzt mit Thorin passiert oder mit dem Zwergen. Bilbo entkommt in dieser Zeit und bringt den Arkenstein zu Gandalf, also nach Dahl. Und erfährt da eben auch von Gandalf, dass es diese Drachenkrankheit gibt. Also immer einen Schatz, auf den ein Drache gesessen hat, gewütet hat, lässt den Wahnsinn eben noch schneller ausbreiten, den Gold sowieso bei den Zwergen wohl verbreitet. Und das fand ich schon irgendwo in Ordnung als Erklärung. Für mich geht das für Thorin aber viel, viel, viel zu schnell. Bilbo hat jetzt also den Arkenstein zu denen gebracht, im Sinne von, das ist mein Anteil des Schatzes, meiner Beteiligung, die er ja ganz zu Beginn im ersten Teil auch unterschrieben hat, dass ihm ein 1/14 zusteht, um eben zu verhandeln, damit Bart und auch Thranduil eben etwas zu verhandeln haben mit Thorin. Und das passiert dann auch am nächsten Tag. Es gibt einen Austausch. Ja, Thorin ist schwer enttäuscht von Bilbo. Er ist wütend, er ist sauer. Er würde ihm am liebsten die Mauer hinabstoßen. Bilbo darf aber gehen und darf zu Gandalf zurück. Er lässt sich nicht auf einen Deal ein mit Thranduil oder mit Bart. Und dann kommt Dain Eisenfuß, das ist irgendein Vetter von Thorin, und der kommt mit einer riesen Zwergenarmee daher. Und das ist optisch schon sehr, sehr gut gemacht. Auch mit den Tieren und mit den Waffen, das fand ich richtig toll umgesetzt. Das war schon eine Wahnsinnsarmee, aber man vergisst scheinbar irgendwie beim Hobbit, dass wir nicht im Herrn der Ringe sind. Dass diese kleine Schlacht hier um den Erebor klitzeklein war, im Gegenzug, was wir bei den zwei Türmen erlebt haben, was wir auf der Schlacht am Pelennor erlebt haben. Und das wirkt alles so groß und noch mehr und noch weiter. Und ach, das stört mich unglaublich am Hobbit. Es geht hier um nichts. Es geht nur um den Erebor. Es ist eine klitzekleine Schlacht, die, ich glaube, auf nicht mal 20 Seiten oder lassen wir es 30 sein, im Buch beschrieben wird. Und hier wird so eine große Sache draus gemacht. Und es kommen eine Stunde Kampfszenen und Actionszenen und Elben hier und Zwerge da und Menschen dort. Und dann kommen auch noch die Orks und... Oh, und ich sitze so da und denke, Leute, seid ihr eigentlich alle, wo bin ich denn eigentlich hier angekommen? Dann gibt's ja noch diese Unterwelt, Erdenwürmer, und da habe ich auch so gedacht, wo kommen die denn jetzt her? Da kann ich mich tatsächlich, da müsste ich nochmal nachlesen, da kann ich mich nämlich im Buch nicht dran erinnern, dass die so präsent waren bei der Schlacht der Fünf Heere, aber mir war das viel zu viel. Also ich sitze da wirklich im Kino und denke mir, sag mal, was gucke ich denn eigentlich an? Ich habe nichts gegen gute Action, ich mag Kampfszenen sehr gerne, wenn sie gut sind. Das hat ja auch bei Game of Thrones einiges ausgemacht, das war auch beim Herrn der Ringe richtig, richtig toll, und das ist auch optisch im Hobbit schön. Es passt nur einfach nicht in die Geschichte. So schön sich das anschauen lässt, das ist einfach nicht der Hobbit. Das ist nicht das, wofür diese Geschichte eigentlich steht, was diese Geschichte erzählen soll. Und diese Schlacht beginnt und also es sind alle versammelt, dann sind aus Feinden wieder Freunde, weil wir einen gemeinsamen Feind haben, und dann irgendwann taucht auch noch Legolas auf und erzählt eben, dass noch eine andere Herde von Orks irgendwie kommt, und Thranduil will eigentlich dann auch abziehen, merkt aber dann, er kann hier auch nicht gehen, weil ja das Leben aller hier irgendwie auf Messerschneide steht. Und das ist auch so, es geht nur um den Erebor, es geht nicht um Mittelerde, und es ist so viel, und ja, da muss ich wirklich tief, tief, tief atmen. Irgendwann bekommt Thorin aber doch wieder, nachdem er wirklich dem Wahnsinn sehr, sehr nah ist, doch irgendwie einen lichten Moment, kann sich daraus befreien. Das finde ich richtig gut gemacht. Im Königssaal, wo ja alles golden ist, wie er da einsingt, und ach, ich fand das richtig gut, optisch sehr gut gemacht. Und Thorin reitet dann mit seinen Neffen und den anderen Namen habe ich jetzt vergessen, reitet jetzt eben auf den Berg, wo eben vermutet wird, dass sich die Orks und auch Azog befinden. Zu Azog, ja, den gibt es in den Büchern nicht mehr, der ist schon tot. Es gibt nur noch Bolg, seinen Sohn, der hier ja auch eine klitzekleine Rolle spielt. Und jetzt gehen alle vier im Grunde nach oben, wollen Azog besiegen, weil man eben sagt, wenn man den Anführer umbringt, also der Schlange den Kopf abhackt, dann hat sich der Rest sowieso erledigt. Und ja, das versuchen die vier. Dabei kommt allerdings Fili um, also der Bruder von Kili. Und Kili möchte dann Rache nehmen, kommt in einen Kampf mit Bolg und wird dann vor den Augen von Tauriel
offiziell umgebracht, denn auch sie kann nichts bewirken, auch wenn sie ihm noch helfen möchte. Er stirbt, also beide sterben, und Thorin sieht hier eben seine Linie im Grunde, das waren ja seine Neffen, er hat ja selbst keine Kinder, sieht hier eben seine Linie verwüstet, unterbrochen und weiß jetzt eigentlich, ich bin der Letzte dieses Geschlecht, dieses Königsgeschlecht. Und ja, Tauriel kann Kili nicht retten, aber es ist natürlich Überdrama, alles ist traurig und er stirbt und die große Liebe und oh, es ist wirklich, da ist ganz viel Brechreiz, das muss ich ehrlich sagen. Für mich macht diese Liebesgeschichte an so vielen Stellen keinen Sinn, da würde ich aber später nochmal drauf zurückkommen. Dann kommt auch noch Legolas daher, der nun gegen Bolg kämpft, weil er ist ja in Tauriel verliebt. Und da kam ich mir auch vor, also Legolas ist ein guter Kämpfer. Aber dass er sich an irgendeiner Fledermaus festhält und zufällig da rumfliegt und die genau dahin fliegt, wo er hin muss. Und wenn man dann auch noch an diese Treppenszene denkt, die sieht aus wie bei Super Mario. Oh, also da frage ich mich wirklich, wer ist denn auf diese bescheuerte Idee gekommen? Ja, Legolas ist ein großer Kämpfer, aber gegen die Physik, wenn Steine nach unten fallen. Nee, also mir ist das viel, viel, viel zu viel. Und wenn das sitze ich echt da und da muss ich auch ganz, ganz tief atmen. Also wo ich schon den Olifantenkampf in Herrn der Ringe viel zu heftig fand, wie das gezeigt wurde bei Legolas, kann man da ja noch von Glück reden. Aber dass das Legolas immer passieren soll, das... Wir atmen alle mal gemeinsam ganz, ganz tief durch. Ja, Thorin macht sich dann auf den Weg hinter Azog her. Sie landen auf dem Eis. Er kann ihn irgendwie austricksen. Azog fällt ins Wasser und ist vermeintlich tot. Und da ist dann der Moment, wo ich denke, wie dumm kann man eigentlich sein? Ich sehe, dass der unter mir rumschwimmt. Muss ich denn da hinterher? Muss ich darauf warten, dass der seine Augen aufmacht, was ja eh schon unrealistisch ist, und mir dann ein Schwert unter dem Eis, das in den Fuß sticht und ich verletzt? Muss ich darauf warten? Kann ich nicht weggehen? Also das ist wirklich, da kann ich nicht hingucken. Da sitze ich dann wirklich da vor dem Fernseher und denke, so viel kann ich gar nicht zur Beruhigung einnehmen. Das ist echt was, das regt mich wirklich auf. Und wir reden ja hier nicht von irgendeinem Anfänger, wir reden hier von Thorin Eichenschild. Das ist der Zwerg und der benimmt sich, wie wenn er ein Schuljunge wäre. Das ist, Doch am Ende irgendwie wird Azog umgebracht. Es ist anders wie im Buch, beziehungsweise hat ja auch Azog nicht, also ist ja Azog nicht das Problem im Buch, sondern eigentlich ist es ja dann Bolg, der ja aber, glaube ich, mittlerweile von Legolas getötet wurde. Azog kommt auf jeden Fall um, Thorin ist verletzt, bekommt aber noch die Möglichkeit, bevor er dann stirbt, sich mit Bilbo wieder zu befreunden, sich zu entschuldigen und im Grunde friedlich zu sterben. Und das ist dann das Ende von Durins Haus, das ist das Ende von Thorin und auch von dieser Zwergengemeinschaft, wenn man so möchte. Ein bisschen vorher sind schon die Adler gekommen, das ist ja immer der Moment, wo alle warten und sich freuen, das nimmt ja im Grunde auch der Herr der Ringe beim Kampf am Pelennor Bezug drauf, wenn dann die Hobbits rufen, oh, die Adler kommen, weil dann klar ist, dass zumindest alles, was irgendwie in der Luft ist, hier gesichert wird. Es kommt auch Beorn wieder, den wir ja schon aus dem zweiten Teil kennen, dieser Gestaltwechsler, der sich zum Bären verwandelt, und auch der greift ins Kampfgeschehen ein. Im Buch ist das ja so, dass er eigentlich Bolg umbringt und Thorin verletzt wegbringt und im Grunde rettet. Er stirbt zwar an den Verletzungen, aber da hat Beorn eine viel, viel größere Rolle und das hat mir hier auch ein bisschen gefehlt, warum man ihn dann nochmal reingebracht hat, wenn er eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern ja eigentlich Legolas und das muss ich alles nicht verstehen. Ja, Legolas sieht jetzt eben auch, wie Tauriel trauert und ist ganz bestürzt, dass sie mehr für den Zwerg empfindet als für ihn. Darüber bin ich im Übrigen auch sehr, sehr bestürzt. Und er sagt dann eben auch zu seinem Vater, er kann so nicht weitermachen, er kann nicht zurück. Und Thranduil schickt dann Legolas eben los, such einen Mann, suche Streicher. Er wird mal ein ganz großer, ein ganz wichtiger. Und wir wissen natürlich, dass Legolas irgendwann Aragorn finden wird. Das ist eben auch eine dieser kleinen Brücken, die zum Herrn der Ringe geschlagen werden. Und verabschiedet sich und gibt ihm nochmal den Hinweis, dass seine Mutter ihn geliebt hat. Und so viel Familiendrama, das ist schrecklich. Ja, Tauriel heult eben nun immer noch rum. Und Thranduil sagt ihr eben, dass sie deswegen trauert, weil die Liebe eben wahrhaftig war, die sie empfunden hat. Und da sitze ich da und habe mich im Kino, da habe ich mich wirklich aufgeregt.
Und man ist da nicht allein. Also ich bin immer beruhigt, wenn im Kino noch zwei, drei andere Stimmen dann mir auch recht geben. Und das war ja auch im zweiten Teil so lustig, wo ja jemand wirklich gesagt hat, ich darf mich ruhig aufregen. Und das im Gefühl wirklich 80% voll im Kino. Und das fand ich hier wirklich schlimm. Wieso gibt es eine Liebesgeschichte zwischen Zwergen und Elben? Für mich macht diese Liebesgeschichte, die macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Und es schmälert in meinen Augen die Freundschaft zwischen Gimli und Legolas. Die war etwas sehr Besonderes, aber eben erst 60 Jahre später im Herrn der Ringe. Und da hat sich diese Freundschaft auch kontinuierlich aufgebaut. Die haben etwas erlebt, die sind zusammen auf Suche gegangen, die waren die Gefährten, die haben die zwei Hobbits gesucht und so weiter. Die sind zusammen in den Kampf gezogen. Das war eine innige Freundschaft, die über den Herrn der Ringe hinaus gehalten hat. Sie haben sich zusammen Mittelerde angesehen, sie haben das bereist und Gimli war der einzige, erste und einzige Zwerg, der dann auch zu den Grauen an Furten reisen durfte mit Legolas, also der wirklich auf dem Wasser dahin gereist ist. Das war eine ganz besondere Freundschaft. Und jetzt kommen hier und wir tun so, oder nein, der Hobbit tut so, als könnte jeder Elb sich mit irgendeinem Zwergen anfreunden und nein, gar, jetzt haben wir sogar eine wahrhaftige Liebe. Die haben sich dreimal gesehen, dreimal, wenn es hochkommt. Und da waren die hier Liebe und es war echt und es war so tragisch und nein, es ist überhaupt nicht tragisch. Ihr habt euch 3 Minuten unterhalten in eurem Leben. Was soll denn da passiert sein? Wo soll diese Liebe herkommen? Aus einem Gespräch über Sterne und Eltern und Versprechen an Mütter? So ein Schwachsinn. Ja, also für mich geht diese Liebesgeschichte überhaupt nicht. Für mich geht Tauriel als Figur in dieser Geschichte überhaupt nicht. Nicht nur, weil es sie nicht gibt, sondern weil es so eine Elbin einfach nicht geben würde. Über die Haarfarbe wollen wir gar nicht sprechen. Dieses Haarfarbe-Elben-Rassenthema, das mache ich hier noch nicht mal auf, weil es gibt einfach keine rothaarigen Elben. Das ist eben einfach so. Aber gut, in Zeiten der Diversität, von mir aus, gibt es auch Elben, die rothaarig sind. Ich meine, es wird ja im Trailer zur Serie geführt, im Grunde noch ein bisschen anders, woran man sich einfach gewöhnen muss. Ich kann damit nicht leben. Also ich finde das so schlimm, was man aus den Zwergen, aus Kili gemacht hat, warum man da eine Tauriel gebraucht hat. Hat es diese Liebesgeschichte, die keine war? Warum? Kann ich nicht, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin froh, dass wir sie nun ein letztes Mal sehen. Und ich hoffe, dass wir sie auch nie wiedersehen werden. Dann gibt es ja die Verabschiedung, die Trauerfeier für Thorin, Kili und Fili. Kommen wir auf etwas Schönes. Und die fehlte im Kino. Weil mich das total gewundert hat, warum man nicht zeigt, wie die bestattet werden, wer dann auch König wird, also dass dann Dain sozusagen den König unter dem Berge darstellt. Und das fand ich so schade. Das finde ich eine sehr berührende Geschichte, wie alle um diese drei herumlaufen, wie sie weinen. Ich bin natürlich da auch durchaus ein bisschen emotional. Und ich finde das wirklich traurig und tragisch und muss wirklich sagen, dass das eine tolle Szene war. Auch die Verabschiedung von Bilbo, eigentlich will er sich wegschleichen, aber dann kommt Balin mit den anderen Zwergen und verabschiedet sich und wie er dann eben anbietet, wenn ihr mal im Auenland seid, dann kommt vorbei. Wann gibt es Tee? Abends gibt es Essen, ihr müsst auch nicht klopfen. Und man weiß dann eben aus den Geschichten, dass die Zwerge vereinzelt tatsächlich immer mal wieder bei Bilbo waren, dass das eben in den 60 Jahren bis zum Ringkrieg dann eben durchaus sich Freundschaften ergeben haben und er da wirklich des Öfteren Besuch hatte. Im Übrigen auch von Gandalf, was man ja gar nicht aus dem Herrn der Ringe irgendwie mitnehmen kann. Dann gibt es eine Rückreise mit Gandalf zurück ins Auenland und dort erzählt uns eben nun auch Gandalf, also ich weiß Bilbo, du hast einen der Zauberringe, verwende ihn nicht unklug, aber Gandalf weiß noch nicht, dass das der eine Ring ist. Das erfährt er ja dann erst Richtung Herrn der Ringe, das erfährt er ja so ein bisschen auch schon von Gollum, der ja zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe gefangen genommen wird, von Gandalf und auch von Elben und dort ja dann auch, weil er eben so viel weiß, im Grunde in friedlicher Gefangenschaft genommen wird, bis er dann eben wirklich vom Feind übernommen wird, von Sauron und da dann eben ausspuckt, dass sein Ring eben bei einem Hobbit ist im Auenland und danach erfährt auch erst Gandalf, dass das tatsächlich der eine Ring ist, was er eben vorher gar nicht vermutet hatte. Und im Auenland angekommen erfährt Bilbo, dass er für tot erklärt wurde, dass sein komplettes Hab und Gut jetzt aufgeteilt wird und im Grunde muss er belegen, dass er Bilbo ist. Und wir wissen ja dann,
alles wird gut, sein Haus wird wieder eingerichtet und die letzte Szene, die dann eben, es ist dann wieder der alte Bilbo, der gerade sein Buch anfängt zu schreiben und es klopft an der Tür und Gandalf ruft eben, hast du nicht auch Zeit und Lust für alte Freunde? Und dann haben wir so einen Schwenk eben auf die Karte und das ist ein wunderschönes Ende, eine tolle letzte Szene. Und dann kommt der Abspann, ähnlich wie beim Herrn der Ringe hat man hier wieder die gezeichneten Figuren und etwas ganz Besonderes ist dann die Musik, was ja schon Ed Sheeran war, was wirklich auch großes Kino war, ist hier Billy Boyd, der The Last Goodbye singt und Billy Boyd ist ja Merry oder Pippin beim Herrn der Ringe und der singt ja dort auch, ich glaube im dritten Teil, das Lied vor Denethor. Es ist glaube ich Pippin, ne? Ich kriege das immer so ein bisschen durcheinander. Und das ist so schön. Das Lied ist wunderschön. Das Video dazu könnt ihr, denke ich, auch auf YouTube sehen. Ist so schön. Das verbindet eben den Herrn der Ringe mit dem Hobbit. Und das ist mit das Schönste an diesem Film, ist der Abspann und der Soundtrack. Wir haben den Film geschafft. Es ist für mich sehr schwierig gewesen, es ist sehr schwierig, auf die Vergleiche so einzugehen. Ich habe das so in den Szenen jetzt ja schon probiert, ein bisschen zu formulieren, aber es ist einfach unfassbar viel anders. Es ist viel Action, es hat tolle Kampfszenen, aber es ist alles so lang gezogen. Also wie die sich alle unterhalten und austauschen und in den Konflikt und nochmal und überlegen und überdenken und warnen und das passiert alles auf 50 Seiten im Buch und das wird hier auf 2,5 Stunden gezogen. Es ist, was diese Schlacht angeht, ich fand die gut gemacht, das möchte ich wirklich filmisch nicht kritisieren, aber sie ist einfach unbedeutend zum Herrn der Ringe. Sie ist unbedeutend zur letzten Schlacht des dritten Zeitalters. Wäre sie so wichtig gewesen, dann hätte man im Herrn der Ringe davon gehört oder also die Größe, also dass da solche Armeen aufgefahren werden. Warum sollte der Feind schon so viele Orks schicken, wo es noch um nichts geht als um den Erebor? Also das darf man einfach nicht vergessen. Das Highlight des Zeitalters, in dem wir uns befinden, im dritten, ist eben der Ringkrieg, ist die letzte Schlacht am Pelennor und von mir aus auch noch die 2 Türme. Aber schwierig, schwierig, schwierig. Es ist viel, viel, viel in die Länge gezogen worden und ich hatte ja zu Beginn auch schon gesagt, dass ich ja dachte, dass uns einfach was über diese 60 Jahre erzählt wird. Also ich hatte eben auf mehr Brücken gehofft. Ich hatte noch gedacht, wir sehen eben, wie Legolas Aragorn findet, wie das mit Gollum an Geschichte weitergeht, dass Gandalf vielleicht auch schon den jungen Frodo kennenlernt und unsere jungen Hobbits. Das ist ja alles passiert, also wenn ihr versteht, das ist ja alles erlebt worden. Unsere Hobbits, die wir aus dem Herrn der Ringe kennen, die sehen da ja Gandalf nicht zum ersten Mal. Und ich dachte, wir erfahren da noch so ein bisschen was. Wir erfahren mehr zu Aragorn, zu Legolas. Was macht das für einen Sinn, Legolas hier einzuführen, wenn uns seine Geschichte, sein Weg nicht gezeigt wird? Warum nicht schon ansetzen und Aragorn als Mit-20-Jährigen zeigen und im Grunde seine Geschichte zu erklären? Wir haben hier fehlende 60 Jahre und ich frage mich einfach, warum? Auch Gollum, das hätte man schon so ein bisschen einbauen können. Und ich vermute mal, es liegt natürlich an dem Buch Filmrechten, dass man da nicht frei was erzählen kann. Das hat man jetzt ja auch bei der Serie erlebt, dass da nur durch einen Hinterhalt jetzt Dinge irgendwie angezeigt werden dürfen aus dem ersten Zeitalter, weil man die Anhänge mitgekauft hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und wahrscheinlich hätte man jetzt, um das diese 60 Jahre zu zeigen, auch die Anhänge irgendwie der beiden Bücher, gibt es zum Hobbit Anhänge, ich glaube nur zum Herrn der Ringe, und wahrscheinlich hatte man da nicht die Rechte. Aber ich habe da auf so viel mehr noch gewartet. Über die Liebesgeschichte habe ich mich genug aufgeregt. Für mich geht die einfach überhaupt nicht. Und die macht auch gar keinen Sinn. Und sie macht auch viel kaputt, finde ich. Also wenn man sich darauf einlässt. Und diese Freundschaftsschmälerung, die finde ich eigentlich mit am schlimmsten. Das muss ich wirklich sagen. Smaug, dass man ihn so abfrühstückt im dritten Teil, obwohl man ihn so toll aufgebaut hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gehört habe. Das hat jemand, jetzt spoilere ich allerdings was anderes, das möchte ich nicht. Also es wurde im Vergleich mit einem anderen Bösewicht gebracht, der auch sehr viele Staffeln aufgebaut wurde und dann einfach weg war. Und so ein bisschen
muss ich sagen, tatsächlich erinnerte mich das dann auch an Smaug, der hier über Film aufgebaut wurde, über Szenen, über Gespräche und dann zack, ein Pfeil und er ist tot und es hat alles keine Bedeutung mehr. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Auch Thorins Wahnsinn macht für mich nur bedingt Sinn, weil es einfach viel zu schnell geht. Also man muss ja bedenken, wie lange sein Großvater auf diesem Schatz war, der nicht drachenverseucht war, aber was Gold eben auslösen kann und warum sollte Thorin das nach irgendwie einer Woche passieren? Also das, auch das erinnert mich an besagte Szene von, ja, wo der Wahnsinn innerhalb von Minuten kommt und man sich denkt, warum? Warum? Also und warum so? Und bei Frodo und dem Ring macht das ja noch Sinn, weil der Ring diese Machterweckung spürt, die eben vorher viele Jahre überhaupt nicht zu spüren war. Aber ja, ansonsten, so zu Unterschieden ist dann eben auch Beorn, der theoretisch Bolg tötet und nicht, also hier aber ja gar keine Rolle mehr gespielt hat in dem Kampf. Ja, er kämpft mit, ja, er ist da unterwegs. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also es sind schon viele Unterschiede, die aber einfach daher auch rühren, also wenn man allein an Azog denkt und dass Legolas da ist, das sind so Unterschiede, die ja, ich hätte mir definitiv gewünscht, dass wir näher am Buch sind. Und das wünsche ich mir nicht immer, aber hier hätte ich mir schon weniger Action gewünscht, mehr Tiefgründigkeit, mehr die Nachricht oder das Gefühl des Buches vermittelt, dass es eben um Freundschaft geht, um das Vertrauen, um das Miteinander und dass man eben auch manchmal Dinge tun muss als Freund, auch wenn sie einem schwerfallen, die aber gut für den Freund dann sozusagen sind. Also wenn man an Bilbo und Thorin denkt, dass es eben nicht immer ein Happy End gibt, denn wir haben hier eben Thorin, Kili und Fili verloren und haben eben auch so ein bisschen was Bittersüßes, was Tolkien ja sehr häufig in seinen Geschichten hatten, auch der Herr der Ringe hat ein bittersüßes Ende. Und ja, also es ist wirklich ein Film, bei dem ich viel hohen Blutdruck habe, viel Puls habe, mich viel aufrege und ich den auch nicht so häufig schauen kann, wie ich Herr der Ringe mir angucke. Also, dass ich Herr der Ringe zweimal im Jahr anschaue, das ist keine Seltenheit. Mindestens einmal beim Hobbit lasse ich auch gern mal ein Jahr aus, weil ich eben weiß, es kommt dieser schreckliche dritte Teil und ich muss den ja dann angucken und also es zwingt jetzt mich niemand mit einer Pistole, aber man kann ja nicht einfach aufhören. Und wenn man wirklich noch an den ersten denkt, der so, so schön war, der so toll diese Geschichte eingeläutet hat, der zweite dann schon so ein bisschen mit Krampf und der dritte macht dann so viel in meinen Augen falsch und in meinen Augen auch einfach so drüber und ich frage mich nur, warum? Ich denke mir, Peter Jackson, du konntest es doch. Du hast es doch im Herrn der Ringe geschafft. Was hat dich hier geritten? Und ach, das ist echt schade. Also für mich ist das echt schade, dass diese Hobbit-Geschichte so gezeigt wird, dass das so wenig eigentlich ab der Hälfte der Geschichte, also Film-Buch-Vergleich, so wenig miteinander zu tun hat. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ja, genug aufgeregt. ja, es ist wirklich schwierig für mich. Ich kann da auch nicht aus meiner Bücher-Fan-Haut. Und das geht ja auch so den ein oder anderen so. Man hat ja einen Aufschrei auch zum Trailer gehört und wo ich so denke, ja, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es was anderes, was Neues und ich bin da noch nicht so schlüssig. Ich muss da noch ein paar Nächte drüber schlafen, aber ja, der dritte Teil. Zum Glück gibt es einen schönen Abspann. Da lohnt es sich auf jeden Fall im Kino sitzen zu bleiben. Ja, das war's jetzt. Der Rewatch der Hobbit-Trilogie. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie euch diese Videos gefallen haben, ob ihr Spaß dabei hattet. Ich habe jetzt alle drei Videos sozusagen gedreht, ohne dass überhaupt eins online war. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Gedanken. Lasst uns gerne in den Kommentaren über die Filme austauschen und ja, dann mal gucken, ob es mit dem Herrn der Ringe weitergeht. Und geplant ist es zumindest und da möchte ich ja auch im Herbst, wenn die Folgen der neuen Serie auf Amazon laufen, dann ja theoretisch auch so ein bisschen Folgenbesprechungen machen, vielleicht tatsächlich irgendwie in einem Live-Hangout, dann mal gucken, wie das so klappt. Ja, das fände ich auf jeden Fall toll und ja, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr mit aufgeregt. Ihr seht vielleicht den dritten Teil ein bisschen entspannter wie ich. Wie gesagt, lasst uns gerne ein bisschen drüber reden. Ich würde mich sehr, sehr, sehr über den Austausch freuen und danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.